Das neue Sturmgewehr, die Chimera, ist endlich in Modern Warfare 2, aka die Honey Badger. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare 2 Video. Gestern kam das Mid-Season Update und ja, es war jetzt nicht wirklich das beste Update, muss man sagen. Aber wie gesagt, dazu kam auch die neue DLC-Waffe, die Honey Badger, aka die Chimera, die man verhältnismäßig wirklich sehr leicht freischalten kann. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr das Ganze am schnellsten macht, unter 20 Minuten, checkt gerne das Video unten in der Beschreibung ab. Da werde ich das Video verlinken, wie man das Ganze am schnellsten freischaltet. Die Waffe hat eine extrem gute Time to Kill, wirklich ein sehr, sehr gutes Gun-Feeling, was so ein bisschen Ghost-Honey Badger-Feelings gibt. Im Verlauf des Videos gibt es das beste Klassen-Setup inklusive Waffentuning. Wenn ihr solche Videos in Zukunft nicht mehr verpassen wollt, über Modern Warfare 2, über Warzone 2, abonniert sehr, sehr gerne den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt mir eure Meinung von 1 bis 10 zu diesem super tollen, riesigen Update in die Kommentare. Jetzt würde ich sagen, gehen wir ins Gameplay mit der Honey Badger. Let's go. So, hier haben wir die Honey Badger in der wundervollen Regenbogentarnung, die wir quasi damals ja auch schon aus... die wir aus der guten alten Ghost-Zeit kennen. Und ich muss wirklich sagen, im Multiplayer bis jetzt, die Honey Badger, das, was ich so gespielt habe, die Waffe ist wirklich echt extrem strong. Was natürlich auch bei der niedrigen Time to Kill jetzt nicht unbedingt ein Wunder ist. Aber wie gesagt, die Waffe lässt sich sehr clean spielen. Ich habe Spaß mit der Waffe gehabt. Das Gute an Shipment aktuell ist halt wirklich, dass man nicht mehr die Möglichkeit hat, über die Container zu gehen. Was meistens ja auch dafür gesorgt hat, dass halt Leute wirklich extrem viel oben auf den Containern campen. Deswegen, ich muss sagen, Shipment bis jetzt gefällt mir eigentlich wirklich ganz gut. Es ist eine relativ clean Map. Eins vor Obi. Es ist eigentlich jetzt kein wirklich besonderes Update gewesen. Es war ein ganz okayes Update, aber in der Größe, in der es angekündigt wurde, im Multiplayer plus auch in Warzone, ja, ist das einfach viel zu wenig gewesen. Plus einige Sachen, speziell im Warzone-Modus, muss man ganz klar sagen, sind jetzt gefühlt mit dem Update nochmal schlechter geworden. Das Problem dabei ist einfach, dass das sehr wahrscheinlich jetzt eins der letzten Updates war, das wir auf jeden Fall dieses Jahr bekommen haben. Plus, wie gesagt, Call of Duty hat jetzt erstmal Winterpause, das heißt, die werden mindestens mal gefühlt 2 Monate komplett gar nichts machen. Und deswegen könnte das Ganze speziell für Warzone-Spieler natürlich die nächsten Wochen schon so ein bisschen sehr, sehr bitter werden, denn wir wissen alle, Warzone ist aktuell wirklich in einem sehr, sehr schlechten Zustand, muss man ganz klar sagen. Obwohl eigentlich dieses Game, Warzone 2, diese Map, allgemein wirklich das Setting wirklich sehr nice ist. Es gibt allerdings einfach viel zu viele Momente, wo ich mir aktuell denke, was ist denn da schon wieder schief gelaufen? Boah, also die Honey Badger ist ja wirklich gottlos stark, holy shit. Holy shit. Also diese Waffe ist wirklich insane. Wenn man sich zum Beispiel auch die Patch Notes anschaut, ich meine 90% ungefähr von diesem ganzen Update bestand einfach aus Bugfixes. Es gab natürlich ein, zwei Waffenpatches für die Akimbo-Pistolen und so weiter, ein paar Waffen wurden verbessert, aber wie gesagt, 90% von diesem Update bestand einfach aus Bugfixes. Aber die Tatsache, dass mit diesem Update so viele Bugs dazugekommen sind, ist halt auch einfach wieder eine komplette Frechheit. Einige Leute konnten ihre Waffen nicht mehr ändern. Bei einigen Leuten wurden die Klassen komplett zurückgesetzt, die man ja auch vor dem Update gar nicht speichern konnte, was jetzt übrigens mittlerweile geht. Das heißt, die Leute hatten noch gar keine eigenen Klassen mehr und speziell beim Waffentuning muss man halt sagen, es ist viel zu unübersichtlich, sich da irgendwas zu merken. Speziell die Konsolenspieler konnten natürlich das Update preloaden, was natürlich ganz gut ist. Die PC-Spieler hatten das Problem, dass, ja, wenn man... Hallo? Habe ich irgendwas genommen, oder... irgendwas genommen? Hallo? Habe ich irgendwas vergessen, dass ich irgendwas genommen habe? alles gut, alles gar kein Thema, ist alles gewollt so. Was ich eigentlich sagen wollte, PC-Spieler hatten das Problem, dass, wenn sie das pünktlich downloaden wollten, dass, ja, die Download-Server komplett überlastet waren, was natürlich dafür gesorgt hat, dass man im Endeffekt Ewigkeiten gebraucht hat und gefühlt mit KB-Werten sein Game... Hallo? Sein Game downloaden musste. Die Honey Badger ist wirklich komplett, komplett nice. Und diese Pistolen sind immer noch, immer noch bodenlos. Hallo. So, Obi-Star, let's go. Wichtig. Spawn ist maximal geflippt. Let's go. Ah, hallo, man kann das Nachladen immer noch nicht abbrechen, es ist wirklich bodenlos. Ich verstehe wirklich nicht,
was das Ziel von Call of Duty ist, dass sie wirklich gameplaymäßig so viele Sachen so viel langsamer machen. Die Honey Badger ist die beste Waffe, holy shit. Die Honey Badger ist mit Abstand die beste Waffe, das ist insane. Let's go. Der nächste Orbi, let's go. Also es macht komplett Spaß gerade, holy shit. Ich muss glaube ich wirklich wieder öfters ein bisschen MW2 auspacken. Honey Badger wirklich goated. Ja, also ich würde sagen, Honey Badger schon Top-Tier-Waffe bis jetzt. Holy shit. GG's. Bin ich jetzt im Himmel? Wo bin ich jetzt? Hallo? Was ist denn mit dem Spiel los? Ah, ach so, hier unten ist... Ach so, ich muss glaube ich einfach nur geduckt über die Map laufen, dann passt das. Ah, Himmel geht auch, alles gut. Wir laufen einfach mal nach oben. Da muss ein Gegner sein. Ich kann das nicht mehr. Das Problem von dem Update mit Call of Duty ist halt einfach, dass so die meisten Sachen, die jetzt dazugekommen sind, eigentlich jetzt gar keine Sachen sind, die man jetzt unbedingt gebraucht hätte. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass Call of Duty denkt, dass das halt wirklich actually gute Updates waren. Wobei man halt sagen muss, das meiste von den Updates, bis natürlich so ein paar Bugfixes und so, hätte es jetzt wirklich nicht gebraucht zu den Content. Shipment ist immerhin ganz nice, die Honey Badger ist natürlich auch ganz nice, wie gesagt, eine Waffe, die wir aus COD Ghost kennen, deswegen natürlich so ein bisschen Nostalgie ist auch am Start. Ich gehe aber stark davon aus, dass speziell so die ganz großen Probleme, die ganzen Bugfixes, die ganzen Game-Probleme, die wir in Modern Warfare 2 haben und Warzone 2, dass sie dann frühestens wirklich mit der zweiten Season irgendwann Richtung Februar, Ende Januar vielleicht frühestens gepatcht werden, da jetzt halt wie gesagt die Weihnachtszeit ist und bei COD ist es Tradition so das Gefühl, über die Weihnachtszeit einfach nichts passiert. Es gibt nicht nur viele Bugs, sondern halt auch einfach viele Mechaniken, die man eigentlich unbedingt ändern hätte müssen, damit das Game und die Runden endlich mal halbwegs vernünftig laufen. Deswegen kann es ganz gut sein, dass ich die nächsten Wochen ein, zwei Videos, was Multiplayer angeht, mehr hochlade, weil ich da auch wirklich echt Spaß habe, muss ich sagen. Hauptfokus hier auf dem Kanal liegt natürlich auf Warzone, aber wie gesagt, mit den Waffen, die wirklich ein gutes Gun-Feeling haben, mit allgemein dem Game, mit den guten Maps in Anführungszeichen, also zumindest die meisten, macht schon wirklich Spaß, muss ich sagen. Die Honey Badger ist so clean, holy shit. Und mit den guten Maps meine ich übrigens jetzt nicht die Map hier, die ist wirklich einer der schlechtesten Maps in COD überhaupt. Wir spielen jetzt den Warzone 2 Pokalmodus. Sind wir nachgejoint? Wie ist denn nachgejoint? Okay, steht 0-0, wichtig. Feuer. Hat er ein Eigentor geschossen? Ich glaube, er hat ein Eigentor geschossen. Der Mate spawnt und hat ihn ins Tor abgefälscht. Ich kann das nicht mehr. Das ist jetzt bodenlos. Es ist wirklich, es ist halt einfach Rocket League für Arme. Nur, dass du nicht springen kannst, nur, dass du halt einfach nur durch die Gegend fährst. Es ist schon ein bisschen traurig, dass das einer der größten Sachen des Mid-Season-Updates war, mit diesem riesigen Update. Im Endeffekt, das meiste waren ja, wie gesagt, Bugfixes. Auf jeden Fall muss man sagen, das neue Sturmgewehr, die Honey Badger, aka die Chimera, ist wirklich sehr nice, hat eine gute Time-to-Kill, lässt sich wirklich sehr clean spielen. Die Chimera habe ich gespielt mit dem Talon-Schallnipfer, das Ganze getuned. Etwas auf Rückschussdämpfung plus Bullet Velocity, also Geschossgeschwindigkeit. Dazu der 10 Zoll Phoenix-Lauf getuned auf Rückschussdämpfung plus ZV-Geschwindigkeit. Macht die Waffe etwas präziser und die ZV-Geschwindigkeit wird gleichzeitig auch nochmal verbessert.
Dazu das Clone Mini Pro Visier ist wie gesagt eins der besten Rotpunktvisiere, was man spielen kann. Man kann theoretisch jedes andere Visier auch spielen, aber wie gesagt Clone Mini Pro oder Slimline Pro. Dazu der Kommandovordergriff, getuned auf etwas ZV-Geschwindigkeit plus etwas Zielstabilität im Stillstand. Ja, sie haben teilweise wirklich die Effektnamen geändert, was jetzt auf Deutsch sich nochmal schlechter anhört als vorher. Also es macht wirklich gar keinen Sinn, deswegen, ich weiß nicht, was sie da schon wieder gemacht haben. Und dazu der grüne Flashgriff, der natürlich nochmal ein bisschen ZV-Geschwindigkeit verbessert. Getuned auf Rückschussstabilität plus Sprinten zum Feuertempo, beziehungsweise Nachsprint-Schusstempo. Es ist wirklich, ich kann das nicht. Etwas getuned auf Nachsprint-Schusstempo, es hört sich wirklich komplett shit an. Es hat sich vorher schon nicht so gut angehört, aber jetzt hört sich dementsprechend nochmal schlechter an. Und das ist meine Chimera-Klasse. Wie gesagt, gameplaymäßig hat man, denke ich, gesehen. Wirklich kompakte Mischung aus allgemein Movement, allgemein Präzision plus natürlich die Waffe schadensmäßig sehr stark. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Wie gesagt, checkt auch gerne Twitch ab, um streammäßig nicht zu verpassen. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.